Du hast dieses Video angeklickt, weil du 10 Kilometer mit Leichtigkeit laufen willst. Und ich habe ein Experiment für dich vorbereitet, was dir helfen wird, genau das zu schaffen. Aber erstmal will ich dir das Ganze kurz erklären und dafür lese ich dir eine Nachricht vor. Ich bin in meinen 30 Lebensjahren immer mit dem Glauben durch die Welt gelaufen, unsportlich zu sein, keine Kondition zu haben und sportlich mit niemandem mithalten zu können. Ich habe so oft versucht, mit dem Joggen anzufangen und habe immer wieder nach 1 bis 2 Versuchen abgebrochen, da ich unglaublich frustriert war, mich mit meinem vermeintlichen Misserfolg konfrontiert und in meinen Annahmen über mich selbst bestätigt sah. Das sind die Worte von Johanna. Sie hat einen Artikel bei mir auf dem Blog kommentiert, in dem es um richtiges Lauftraining geht. Und so wie ihr geht es vielen Menschen. Weil ich die nicht regelmäßig dran geblieben bin und dann immer so frustriert war darüber, wie schlecht ich bin. Und dann das Nächste halt auch immer im Vergleich mit anderen mich schrecklich geschämt habe. Also ich hätte mir vorher nicht vorstellen können, dass ich überhaupt so lange am Stück laufen kann im Moment von meiner Fitness her. Ich mache das gemeinsam mit einer Gruppe, vielleicht motiviert mich das dann doch einfach auch etwas mehr, dass ich wirklich durchhalte. Ich hatte Sorge, dass ich nicht durchhalte. Wenn ich das höre, macht mich das ehrlich gesagt ziemlich traurig. Warum glauben wir so oft, dass wir etwas nicht schaffen können, dass wir nicht gut genug sind? Warum haben wir so oft Angst vorm Scheitern? Lass uns doch mal ein Experiment machen. Du hast dieses Video angeklickt, weil du 10 Kilometer mit Leichtigkeit laufen willst. Und du fragst dich jetzt, wie das geht. Das erzähle ich dir gleich auch. Aber lass uns vorher ein Experiment machen. Jeden Morgen nach dem Aufstehen nimmst du dir Zettel und Stift und du schreibst folgenden Satz auf. Ich bin sportlich und fit. Ich jogge 10 Kilometer mit Leichtigkeit und ich bin stolz auf mich. Wenn dir der Satz so nicht gefällt, dann kannst du den auch beliebig abändern. Wichtig sind 2 Dinge. Erstens, der ist im Präsens geschrieben, also einer Zeitform, die dir sagt, dass gerade etwas tatsächlich schon so ist. Und zweitens, der Satz, den kannst du so abändern, dass er auf jeden Fall eine positive Verknüpfung mit deinem 10-Kilometer-Ziel hat. Und diesen Satz, den schreibst du dann 10 bis 20 Mal auf, jeden Morgen über eine Zeitdauer von 2 Wochen. Und dann schaust du mal, was mit deinen Gedanken passiert. So, jetzt geht es aber ans Eingemachte. Wie musst du denn jetzt trainieren, um 10 Kilometer mit Leichtigkeit zu laufen? Naja, indem ich immer bei jedem Training volle Pull 1000% gebe. Boah, und einfach total platt bin, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Okay, das war hoffentlich offensichtlich. So geht's nicht. Richtig für dein 10-Kilometer-Ziel trainieren geht nämlich so. Du läufst 3-mal pro Woche. Immer mit mindestens einem Tag nicht laufen dazwischen. Vor dem Laufen wärmst du dich 5 Minuten auf und du variierst unterschiedliche Streckenlängen und Laufgeschwindigkeiten miteinander. Einmal Tempo- und Intervalltraining, einmal einen langen, langsamen Dauerlauf und einmal einen Grundlagenausdauerlauf in entspanntem Tempo. In dieses Lauftraining baust du einmal pro Woche 3 bis 4 Technikübungen ein, um deinen Laufstil zu verbessern. Nach deinen Läufen machst du ein kurzes Cooldown und zu guter Letzt machst du neben dem Lauftraining noch einmal eine kurze Session Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Das war jetzt wahrscheinlich der komprimierte Overload und echt eine Menge Informationen. Aber du sollst dir das ja auch an der Stelle gar nicht alles merken bzw. mitschreiben. Mitschreiben? Ja, wollte ich ja. Aber du hast einfach nicht mehr aufgehört zu reden. 3-mal die Woche Purzelbaum, Grundlagen was? Krafttraining? Ich bin doch kein Bodybuilder. All die Informationen, die ich dir gerade genannt habe, die habe ich dir nämlich komprimiert zusammengefasst in einem 10-Kilometer-Trainingsplan.
Da steht ganz genau und Schritt für Schritt drin, wie du entspannt dein 10-Kilometer-Ziel erreichst. Was ich dir auch in diesen Trainingsplan gepackt habe, sind Videos. Da erkläre ich dir die komprimierte Kurzform zu richtigem Lauftraining ganz ausführlich. Ich habe Übungen für Warm-up und Cooldown aufgenommen, die du einfach nur nachmachen musst. Wir machen einmal pro Woche Krafttraining zusammen. Aber keine Angst, das sind easy Übungen, die wirklich jeder schaffen kann. Und ich zeige dir, welche Technikübungen ich meine und wie die funktionieren. Den Plan hängst du dir in deine Wohnung und du kreuzt jeden Tag die Einheit ab, die du geschafft hast. Das ist echt praktisch und du siehst jeden Tag deinen Fortschritt. Was mir bei dem Plan außerdem wichtig war, ist Nachhaltigkeit. Er ist auf umweltfreundlichem Recyclingpapier gedruckt und wird CO2-neutral an dich verschickt. Den Link zum Trainingsplan findest du in der Videobeschreibung. Was ist jetzt eigentlich aus Johanna vom Anfang des Videos geworden? Du erinnerst dich, sie hat meinen Blogartikel kommentiert und einfach nicht an sich geglaubt. Sie schreibt Folgendes. Dank deines kostenlosen Trainingsplans habe ich mir selbst beweisen können, dass ich noch Ausdauer und Kondition aufbauen kann. Ich schaffe es inzwischen problemlos, 30 Minuten durchzuhalten und habe Spaß und Ehrgeiz entwickelt. Danke, dass du mir und so vielen anderen zeigst, dass mehr in uns steckt, als wir uns selbst zutrauen. Einfach großartig, was Johanna hier geschafft hat. Und ganz ehrlich, du kannst das auch. Nicht vergessen, den Link zum 10-Kilometer-Trainingsplan, den findest du hier unten in der Videobeschreibung. Und jetzt möchte ich dir noch ein kleines Behind-the-Scenes zeigen, was passiert, wenn eine Bestellung hier bei mir eintrudelt und wie der Versandprozess abläuft.